So. Sind wir nochmal unterwegs heute? In World of Warcraft? Wir sind Level 8 und immer noch im Klingenhügel. Da haben wir angefangen, die Quests im Klingenhügel abzuarbeiten. Zuerst mal die zwei Quests in der Burg Tiergarde. Moment, ich muss mir da kurz meine. Ja. Also, wir haben Tiere gerade zwei Quests abgeschlossen und jetzt wollen die, dass wir hier Gnomenwerkzeuge finden, beziehungsweise schäumende Wasserelementare beseitigen. Ich habe übrigens auch herausgefunden, dass die letzten drei YouTube-Folgen und die letzte Twitch-Session hatte ich mein Streaming-Werkzeug falsch eingestellt und deswegen hat es ziemlich stark geruckelt teilweise. Sorry dafür, das sollte jetzt viel besser sein eigentlich. Ich schau mal kurz, ja. Ja. Ist viel besser. Ich schau mal auf meine Temperaturen. Ja, das ist okay. Oh, da haben wir noch einen so einen. Oh wow, das macht ganz schön viel Schaden. Wir haben immer noch die Buffs vom Sonnenfest und die zwei Buffs vom Sonnenfest. Und drei Buffs eigentlich und den Schlachthof des Drachentöters eine Stunde lang noch sogar. So, und hier müssen wir, wie gesagt, diese Wasserelementare beseitigen und dann dieses Gnomenwerkzeug einsammeln für unsere Goblin-Freunde. Interessante Info zu der Burg, wo wir vorher waren, also das da drüben, das ist die sogenannte, also das sogenannte Tiergarde-Festung. Und die Tiergarde-Festung wurde eigentlich in Warcraft 3 gegründet. Und zwar, ich glaub, das ist die Ork-Kampagne vom Expansion Pack. Also das müsste diese Ork-Kampagne, wo man nur Rexxar spielt, also dieses RPG Light. Und dort. Oh, was? Okay. Ah, okay. Oh, da retten wir Kameraden hier. Genau. Und in Warcraft 3 wurde diese Burg eben gegründet von Daelin Proudmoore. Das ist der Vater von Jaina Proudmoore. Wie gesagt, ich glaube, sie auf Deutsch wurde das umgedeutscht in Stolzmeer. Ich finde nicht, dass man Familiennamen eindeutschen sollte. Genauso wie man Ortsnamen eigentlich meiner Meinung nach nicht eindeutschen sollte in World of Warcraft. Aber passiert manchmal und ich werde abwechselnd, in den Fällen werde ich abwechselnd die deutschen und die englischen verwenden. Eben weil es schwierig ist, genau herauszufinden, welchen man soll man jetzt verwenden. Und diese Wasserelementare sind insofern nicht allzu schwierig, als dass wir viel zu stark sind für sie. Aber wo zu stark? Das Tolle an World of Warcraft seit Februar, glaube ich, ist, dass das Level-Erlebnis jetzt viel, viel besser ist als früher und auch viel besser als in quasi allen anderen Online-Rollenspielen. Und zwar funktioniert das so, dass man früher gab es auf der Karte so Zonen. Und jede Zone hatte eine bestimmte sogenannte Level Range oder eine Level-Klammer, wo man quasi mit dem untersten Level rein kann und dann, wenn man über das oberste Level gekommen ist, habe ich schon genug. Ja. Ich muss noch solche Grundsachen. Wenn man über das oberste Level gekommen ist, dann war das Problem, dass die Quests viel zu wenig XP gegeben haben. Und man hat quasi diese. Man hat diese Zone nie fertig gespielt, weil man einfach viel zu schnell gelevelt hat. Und das wurde abgeschafft oder das wurde ausgebessert, sagen wir so. Insofern, als dass sich alles in sehr, sehr groben Klammern jetzt bewegt. Und zwar, die Klammern sind jetzt nicht 5 Level breit oder 10 Level breit, sondern die sind jetzt breit von 10 bis 60. Das heißt, von 10 bis 60 können wir uns in quasi allen diesen Zonen bewegen, genauso wie hier. Wobei nicht ganz immer, also man muss höhere Zonen haben immer noch etwas höhere Anforderungen, aber man kann in der Zone bleiben, auch wenn man das
frühere Maximallevel überschritten hat. Das heißt, man kann die ganzen Storylines und die ganzen Geschichten, die in der Zone erzählt werden, voll durchaus auskosten. Und deswegen hat man einen viel besseren Überblick darüber, was passiert. Da muss ich noch zwei Grunzer retten hier. Da ist noch einer. Drüben ist auch noch einer. Brauchen wir jetzt noch... Ja, das war es eh schon, ja. Und das ist natürlich sehr toll. Deswegen, weil früher war es so, man ist einfach nie zum Ende der Zone gekommen oder zu den höher Level Quests der Zone, weil sie einfach, weil man viel zu schnell überlevelt war. Das heißt natürlich auch, dass wir uns jetzt quasi sehr frei aussuchen können, später dann, wo wir weitergehen. Also die zwei ersten Zonen, die wir betreten könnten, wären entweder Ashara oder das nördliche Brachland. Oder, was auch gehen würde, ist, wir gehen in den Silberwald, quasi auf den anderen Kontinent. Je nachdem, was ihr wollt, einfach bekannt geben, sagen, und dann sollte das okay sein. Ich muss da kurz meinen Browser fixen. Also ich habe da keine persönliche... Hey, wieso geht das nicht? Ich habe da keine persönliche Vorlieben. Ich kenne, glaube ich, alle drei Zonen jetzt schon. Ich glaube, Ashara habe ich noch am wenigsten gespielt. Erst einmal, glaube ich. Oh, die anderen. Oh, wir wollten ja wieder Immersive... Oh. Wieso? Aha. Ah, okay. Funktioniert eh. Das heißt, wir haben die Strände gestürmt. Und haben auch den Abbau der Verluste beendet. Also das haben, wir haben diese Orks, die dort quasi verwundet gelegen sind, aufgeweckt und sie nach Klingenhügel geschickt. Und hier geben wir die Goblin-Werkzeuge, Gnomen-Werkzeuge ab. Okay. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zu Tronk. Wo ist der? Ah, hier. Okay. Ah, der wacht von da hinten, ist das. Okay. Gut. Haben wir noch Quests abzugeben hier? Ich glaube nicht, oder? Schauen wir mal kurz. Wir haben noch keine neuen Quests bekommen. Sehr gut. Ich will mal auf Level 10 kommen. Entweder in der Folge noch oder relativ bald danach. Ja, wir werden dann den brennenden Klingen-Quest abarbeiten. Wie gesagt, dieses automatische Level-Skalieren von den Zonen hat das Ganze viel, viel besser gemacht. Und das gibt es erst seit, ich glaube, Februar. Also seit knapp 4 Monaten oder so. Vielleicht etwas länger, vielleicht 5 Monate. Ich habe damit schon einen Charakter, momentan einen Mönch, einen Pandaren-Mönch. Habe ich damit schon auf Level 67 jetzt gelevelt. So, und was kannst du uns sagen? Die Ereignisse, die mit dem Kataklysmus in Verbindung stehen. Der Kataklysmus ist übrigens dieses Ereignis, wo die ganze Erde quasi erschüttert wurde, wo große Erdbeben stattgefunden haben, sich Graben aufgetan haben und wo Todesschwinger, das ist so ein schwarzer Drache, erwacht ist. Und das war die dritte Erweiterung, das heißt, das war die Erweiterung nach Lich King und nach Burning Crusade. Und wir spielen was in dieser Welt, weil mit dieser Erweiterung wurde die ganze Welt von Kalimdor und den östlichen Königreichen überarbeitet. Oh, jetzt habe ich nicht genau gelesen, was es da geht. Und seitdem sind die Quests total anders und viel besser. Allerdings gibt es natürlich nur für die östlichen Königreiche und Kalimdor, während Burning Crusade, also die Outland-Landmasse von Burning Crusade und Northrend von Wrath the Linked Lich King, die alten Quests natürlich haben. So, und Thonk will jetzt gern, dass wir mit dem Handfernrohr jemanden in den Schlips schauen, oder? Okay. Der Südstrom ist über die Ufer getreten und das gesamte westliche Becken Durtas ist unter Wasser. Das ist eben übrigens diese ganze Wasserscheiße hier.
Das ist eben durch den Kataklysmus entstanden. Dort sind immer noch Leute, die Hilfe brauchen. Ich habe schon eine Zeit lang gesucht, aber ich konnte nichts finden. Würde es euch stören? Selbst nach der Sinn natürlich. Schauen wir gerne mal. Also hier klicken wir auf das, im Quest auf das Fernrohr und dann sehen wir ein paar Leute, die wir retten sollen oder denen wir helfen sollen. Ja, einer von denen hat seine Hütte verloren offenbar. Genau, Tiregale, Festung. Genau, da ist auch eine Hütte unter Wasser quasi. Also das sind die nächsten Quests, die wir hier in Duotar annehmen und mit denen wir hoffentlich dann oder höchstwahrscheinlich auf Level 10 kommen werden. Ich weiß nur nicht genau, warum die Kamera so lange auf diesen einzelnen Personen hängen bleibt. Okay, also obwohl die Festung Tiregarde eigentlich von dem Vater von Jaina gegründet wurde, sind jetzt nicht seine Soldaten dort. Ja, wo ist er jetzt? Hier ist er. Sind nicht seine Soldaten dort, sondern eben von der Nordwache. Und die Nordwache ist eine spezielle Festung im Brachland. Etwas südlich von einem Goblin-Stützpunkt, wo Schiffe anlegen können. Das kleine Ende von... Ah, okay. Er hat offenbar nicht verstanden, wie man diese tollen Apparatur hier verwendet. Okay. Das heißt, ich muss jetzt dort in die Überschwemmung gehen und dort den Leuten helfen. Ganz klar, machen wir doch. Da können wir gleich runterspringen, glaube ich. Sollte nicht zu tragisch sein. Können gleich einen Apfel essen. Damit wir bessere... Ja, können wir gleich ausrüsten. Damit wir bessere Ausdauer haben. Wieso tickt das runter? Ah, okay. Gut. Und das erste, was wir machen wollen, ist... Ja, hier. Helft Ragnar. Ja, wir helfen denen nach der, also in der Reihe quasi. Eigentlich wollte ich ja diese Kultisten hier auch noch behaken. Machen wir das zuerst. Weil ich glaube, ich weiß nicht genau, ich glaube, das sind zwei Questlinien, die quasi so auseinandergehen. Die eine Questlinie beschäftigt sich hauptsächlich mit diesem Südstrom, mit der Südstromaue. Und die andere beschäftigt sich mit diesem Felsformation da oben. Weil da gibt es Hügel und da können wir jetzt glaube ich nicht drüber, oder? Schauen wir mal. Also die Höhle, die wir suchen, ist dort. Hier irgendwo. Und eigentlich sollte es sich so ausgehen, dass wir da... Oh, das ist natürlich nicht so gut. Wenn es der hier anmacht, an der Seite. Und hier sollte man eigentlich drüber springen können. Beim einigen... Diese Steine. Manche sind zu weit auseinander, aber bei manchen kann man drüber springen. Ja, hier zum Beispiel. Das geht sich locker aus. Braucht man nicht rundherum über Klingenhügel gehen. Und dann holen wir uns diese Schriftrollen. Dann schaue ich mal kurz nach, was die brennende Klinge sonst noch kann. So. Achso. Genau, der Burning Blade Clan, also die brennende Klinge. Schauen wir das kurz an. Und zwar. Ja, und das sind Orks, die Thralls neue Horde ablehnen. Haben wir eh schon gehört. Ich werde das übrigens, glaube ich, ausschalten, dass die.
dass diese Informationen direkt am Mauszeiger angezeigt werden. Weil das ist vielleicht zum Erklären manchmal nicht so toll. Ups. Ja, Tooltip an Maus. Weiter die Zauberleiste. Was so. Ja, und das sind die Anhänger der brennenden Klinge, sind so Nostalgie-Fanatiker. Die wünschen sich gern die alte Horde zurück und so. Also nichts Tolles eigentlich. Clanfarbe ist orange. Ah, da haben wir die erste Schriftrolle. Und auf Warwicke steht dazu, dass das eigentlich gar kein echter Clan ist, sondern eine Naturgewalt, die sehr chaotisch agiert. Und oh, was? Au! Oh. Haha! Wir haben uns einen Dämon verwandelt durch den teuflischen Einfluss dieser Schriftrollen. Kämpfen wir mit unseren Fäusten hier. Brauchen wir nur mehr zwei von diesen Schriftrollen. So, und da wird es jetzt immer schwieriger hier, weil nicht nur wir langsam in das Gebiet kommen, wo mehrere Gegner auf einmal einen bekämpfen, wenn man sie angreift. Das ist teilweise nicht so optimal. Das ist beim Krieger ist es nicht so tragisch, weil er sehr viel aushält und sehr schnell sehr viel austeilen kann auch. Zumindest am Anfang. Aber wenn man zum Beispiel einen Magier spielt, kann es sein, dass das etwas schwierig ist, die Gegner unter Kontrolle zu halten. Teilweise. So, da geben wir den Quest gleich mal ab und schauen mal, was sonst noch über die brennende Klinge steht. Okay. Puh. Ganz schön viel zu lesen hier. Oh. Ich glaube, das werde ich in einer Offscreen-Session lesen. Es gibt relativ viel zu sagen über die brennende Klinge. Ich glaube nicht, dass ich da eine kurze Zusammenfassung geben kann hier. Gut. Wie gesagt, das Land wurde hier stark verändert durch den Kataklysmus. Das gilt für fast alle Zonen hier von Level 1 bis Level 60. Das heißt, für die nächsten, weiß ich nicht. Wie viele Stunden werden wir da brauchen? 50, 60 Stunden? Sowas in der Richtung? Weiß nicht genau. Wahrscheinlich 60 Stunden werden wir brauchen. Weil ich bin wohl etwas langsamer als normal, weil ich viel Sachen erkläre und deswegen wird es wohl etwas länger dauern, aber sollte ja nicht so tragisch sein. Genau, die Schriftrollen haben wir mit und da muss man natürlich weitere Untersuchungen anstellen. Und Orknil sagt, wir sollten noch weiter nach Norden reisen. Mit Gord im Verstrecker bei der Blockade von Dranoshar reden. Das ist diese. Das ist der vordere Teil vor dem Eingang von Orgrimmar. Okay. Ah, okay. Ich verstehe schon. Ja, ich weiß, also der hat dort. Ich zeig's gut her. Da sollen wir hergehen und der ist. Oh, hallo? Alles okay. Mein Kater will gerade Aufmerksamkeit. Also hier müssten wir hergehen und da gibt es da rechts so ein Dock, so im Osten. Und der Typ ist offenbar der Chef von diesem. Oh, der Chef von diesem Dock. Und der hat auch Probleme mit der brennenden Klinge. So, was ist mit dir? Was? Was zum Essen? Ja, nicht weglaufen. Lass herkommen. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Kleine Katze. Ja, ist schon gut. Kleine Katze. Große Katze eigentlich, gell? Große Katze. Ja, du kriegst noch nicht zum Essen. Es ist noch nicht Abend. Ist sie noch. 2 Stunden, dann kriegst du es. Ja, ist schon ganz schön schwer geworden. So, hier sehen wir neue Gegner. Und zwar sind das die Eber. Also Stacheleber, um genau zu sein. Und
Die sind auch humanoid, das heißt, sie lassen auch Stoffe fallen. Achso, wir wollten sowieso daher. Das ist zu weit entfernt. Gut. Und die Stachelheber sind, mit denen werden wir uns gleich nochmal mehr beschäftigen. Wir sind jetzt Level 9 schon? Wir sind schon fast Level 10? Waren wir nicht vorher Level 8? Was ist hier los? Geht viel zu schnell alles hier. Auch wenn es nicht wirklich schwierig ist momentan noch. Aber das wird sich alles ändern. Schauen wir mal kurz, ob wir auf Twitch schauen. Nein. Und ich muss mich auch erst daran gewöhnen, gleichzeitig zu streamen und zu lesen und Sachen zu erklären. Ist nicht ganz so einfach immer, weil auf YouTube, wenn ich normale YouTube-Videos mache, kann ich sie meistens oder bereite sie meistens vorher etwas vor. Da tue ich mir etwas einfacher. Okay. Ich dachte, du hast Probleme mit deiner Hütte, nicht mit den Stachelgebern hier. Ich hasse diese Stachelgeber unglaublich arg. Na dann, okay. Dann werden wir dir helfen, diese Stachelgeber loszuwerden. Und zwar... Also Geofürst. Geofürsten sind quasi diese Schamanen von den Stachelgebern. Oh, Stufe 10. Okay. Wir haben übrigens noch weitere Beutel bekommen hier. Und eine weitere Fertigkeit. Und zwar ist das tödlicher Stoß, ein heimtückischer Angriff, der körperlichen Schaden verursacht und die Heilung des Ziels verringert. Kostet 20 Wut. Kann man gleich auswählen. Momentan ist es noch so, dass die Gegner viel zu wenig aushalten. Was deswegen nicht so interessant ist momentan. Kann man nicht drücken, was man will. Und die lassen auch sehr viele Taschen fallen, das heißt, ich bin schon gut ausgerüstet mit den Taschen. Man muss dann immer auch kontrollieren, ob die Taschen nicht, die man hier als Beute bekommt, nicht auch bessere... Was macht der Kater da unten? Auch bessere, also mehr Plätze drin haben. Ich glaube, am Anfang bei Level 10 ist es so, dass man auf jeden Fall noch nur Taschen bekommt, die 6 oder weniger Plätze haben. Ich weiß nicht, ob es noch Taschen gibt mit 4 Plätzen. Oh oh. Oh oh. Das hätte ich wohl nicht machen sollen. Okay, ich bin gleich wieder da. Moment kurz. Ich dachte nicht, dass es diesen Bug noch gibt, aber offenbar doch. Früher gab es sehr schwere Bugs mit dem Kurzteleportieren von Magiern und dem Ansturm von Kriegern. Deswegen, weil wenn man da auf Schrägen kommt, über die man eigentlich nicht gehen darf, dann gab es da manchmal mit Server Probleme. Oh oh. Ja, und da werden wir zurück teleportiert. Weil wir in diesen Hügel quasi rein gerauscht sind. Und ich dachte eigentlich, das kann gar nicht mehr passieren jetzt eigentlich. Aber okay. Ja, kann offenbar doch passieren. Gut zu wissen. Solltet ihr auch aufpassen, wenn ihr einen Magier spielt, der so eine... Ich glaube, die Fähigkeit heißt auf Deutsch Blinzeln. Wo man eine kurze Strecke teleportieren kann. Ah, Freiwilliger der Horde. Ah ja, das ist der Quest, der uns ins Brachland führen würde. Und das liegt hier auch quasi dort dann, an der Grenze von Durotar zum Brachland führt uns dieser Quest hin. Aber wir machen zuerst die Quest zum Brachland fertig. Dungeon Browser geht noch nicht. Es kann sein, dass das erst auf 15 geht. Wir haben aber jetzt haben wir schon... Spezialisierungen, aber noch keine Talente. Okay. Oh, habe ich jetzt... Oh, er hat mir den Quest weggenommen. Oh. Also das ist mir noch überhaupt nicht passiert, dass der Quest resettet wurde, deswegen, weil ich gekickt wurde. Ist er resettet?
oder? Ah, nein, hier. Speer, ich muss noch Speer töten. Da hinten ist einer. Ich bin außer Reichweite. Komm. Ich brauche ein Ziel. So, da ist noch ein Speer. Irgendwann später, glaube ich, bekommen wir auch die Möglichkeit, irgendwie Gegner aus der Ferne anzulocken. Wir müssen nicht immer hinstürmen. Das ist nämlich sehr toll. Dann hat man weitere Optionen, wie man Gegner anlocken kann und kann schneller an Gegner kommen. Aber am Anfang ist das mit Hinstürmen die einzige Methode, schnell irgendwie nahe genug heranzukommen. Es gibt jetzt auf Level 10, ich habe es noch nicht hergezeigt, es gibt auf Level 10 jetzt die Möglichkeit, den Krieger in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Wie das genau funktioniert, ich mache den Quest noch fertig und sehe es mir dann an. Wo sind die ganzen Eber? Hallo. Achso, die sind da oben. Okay. Okay, dann zeige ich es jetzt ja. Es gibt für den Krieger drei verschiedene Spezialisierungen, die er sich aneignen kann. In diesem Screen kommt man mit I. Ah, nicht mit I, mit N natürlich. Und das sind die Talente, so kann man sich's merken. Und Spezialisierungen, wobei es jetzt momentan eher die Spezialisierungen sind. Da gibt es als erstes mal Waffen. Waffen spezialisiert sich auf Zweihandwaffen, also das Führen von Zweihandwaffen und das Ausführen von starken Angriffen mit Zweihandwaffen. Bekommt tödlicher Stoß, bekommt das Schmettern, das Hinrichten, wir bekommen kolossale Schmettern auf Stufe 20, Wirbelwind auf Stufe 40 und Taktiker auf Stufe 34. Genau. Und das ist aber nicht das Einzige, was wir werden können. Wir können auch Furor werden. Furor ist insofern interessant, als dass er quasi ein Berserker ist, der sich mit Wut sehr schnell oder sehr viel stärker machen kann. Wo ist denn dieser Speer? Ah, wir haben schon einen Speer. Ah, okay. Und idealerweise spielt man die mit zwei Waffen, in jeder Hand eine Waffe. Und sie greifen sehr schnell an, sie teilen deswegen auch sehr viel Schaden aus, können auch sehr gut Flächenschaden austeilen mit Wirbelwind, weil der Wirbelwind von Furon etwas stärker ist als der von den Waffenspezialisten. Ups. Und dann gibt es noch Schutz. Und das ist die Spezialisierung, die man nimmt, wenn man in einer Instanz tanken will. Funktioniert so, dass man sehr, sehr viele Fähigkeiten bekommt, entweder sich selbst zu schützen oder mit einem Schild sogar Angriffe auszuführen, beziehungsweise seine Verteidigung mit dem Schild nochmal zu verstärken. Man bekommt auch Donnerknall, um Gegner an sich zu binden, langsamer zu machen und wütend auf sich zu machen. Ja. Scheint ein wenig beruhigt zu haben. Okay. Ja, die Stachelleber. Ich glaube eher, der Raran hat irgendwas gegen Stachelleber. Kann das sein? Ja. Also das sind zwei ganz normale Quests, wo man einfach X von einer Spezies oder von einer Gruppe töten muss. Und dann ist man fertig. Die sind meiner Meinung nach natürlich eindeutig die langweiligsten. Aber trotzdem. Genau, ab Stufe 10 können wir uns in verschiedene Spezialisierungen entwickeln. Beim Leveln werden wir hauptsächlich zwischen Waffen und Furor wechseln, wobei es wahrscheinlich eher darauf ankommt. Ich werde langfristig in eine der beiden wechseln und dann alle 10 bis 20 Stufen wechseln wahrscheinlich, damit es nicht zu langweilig wird. Und dann, wenn wir Instanzen machen wollen, also so Verliese, also Dungeons mit anderen Leuten, dann werden wir uns darum kümmern, dass wir Schutz verwenden, damit wir leichter eine Gruppe bekommen, weil in World of Warcraft ist es so, dass es drei Rollen gibt. Entweder Tank, Heiler und dann gibt es die Gruppenmitglieder, die Schaden austeilen.
Und irgendwie ist es so, dass die meisten Leute die Rolle spielen wollen, wo sie Schaden austeilen. Und deswegen herrscht immer ein Mangel an Tanks und Heilern, während meistens ein Überschuss an Leuten da ist, die Schaden machen wollen. Das heißt, wenn man sich für eine Gruppe anmeldet und den automatischen Gruppensucher benutzt, bekommt man viel schneller eine Gruppe, wenn man entweder Tank oder Heiler auswählt. Heiler können wir nicht mit Krieger, deswegen werden wir wahrscheinlich Tank nehmen. Für die ersten paar würde ich, also für die ersten, also bis Level 60 würde ich sagen, sollte das überhaupt kein Problem sein. Und danach muss man schauen, dass man zumindest halbwegs ordentliche Ausrüstung hat. Also man braucht schon Schild und man braucht ein ordentliches Schild, sonst funktioniert es nicht ordentlich. Dann kann man auch nach Level 60 noch ordentlich in einem Dungeon tanken. Und wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Also das Problem ist, dass Tanken schon deutlich anders ist als das normale Questen, weil man hauptsächlich damit beschäftigt ist, die Gegner zu kontrollieren und zu kontrollieren, wo sie hingehen und wo sie nicht hingehen können. Während beim Leveln muss man hauptsächlich auf die Gegner draufhauen und sie so schnell wie möglich beseitigen. Und das alles steht uns dann noch bevor. Also ich glaube, der erste Dungeon öffnet sich uns vielleicht mit Level 12 schon. Ich muss nachschauen. Schau ich bei der nächsten längeren Wanderung, schaue ich mal kurz nach. Ja. Und wir bekommen den Stacheleberbrecher, der etwas besser ist als unser Übungsschwert. Okay. Wenn wir gleich auswählen. Also wir können das Übungsschwert hier, wo ist es? Hier sehen wir Übungsschwert, minus 1 Schaden. Da haben wir auch die Axt zum Klingenhügel. Das ist alles einhändig, deswegen ist das nicht so interessant. Wir haben Ahnen, Armschienen brauchen wir auch nicht. Haustecken ist auch nicht so toll. Okay, das war's auch schon. Was wir mit den Taschen, den überzähligen Taschen machen können, ist, wir können sie in der Bank verwenden. In der Bank kann man zusätzliche Fächer freischalten. Und in diese zusätzlichen Fächer kann man Taschen stecken. Und diese Taschen zählen dann quasi zur Bank dazu, man hat mehr Platz, um in der Bank Sachen zu erledigen. Ich will da nicht gerne. Oh, muss ich gar nicht hier abgeben. Wir wollen ja hier weitermachen eigentlich. Und entweder Misha oder Zentage helfen. Wahrscheinlich Misha.